てもらいます。少し苦戦するかもしれませんが、あなたならきっと。Was? Das hat jetzt in. Hat der das. Was hat der jetzt gebracht? Okay. So, jetzt muss ich irgendwie. Wir sind natürlich allen Reichweite, ne? So, dich placken war hier hin. Da kommt auf uns zu. Du mit dem Donnerschwert. Ha. Ein Donnerschwert hat ja nicht irgendwie was anderes, ne? Ist einfach nur ein. Da kein Einfluss drauf, ne? Ich packe sie jetzt einfach hier ohne AP rein, ne? Bin jetzt ziemlich sicher, sie wird das überleben. Weil sie nicht getroffen wird. So, da muss ich mal hier. Du kriegst ihn aber wohl down, ne? Also, du kriegst das irgendwie nicht hin. Außer ich pack Rosado hier so hin. Dann macht er mehr Schaden. Aber dann doppelt er nicht, ne? So, aber wenn ich das mache. Dann wird das, ne, da machst du. Warte mal. Fügen 3 plus 3 Schaden, ja. So. Haben wir das erledigt? So. Oh mein Gott, warum kann er sich denn genau dahin bewegen, wo die anderen sich auch bewegen können? Jetzt kann man sie eigentlich auch noch ein, sehe ich gerade. Da, wo ist Ram? Wollt sie eigentlich hoch heilen mit Wanda? Ah, du bist eins zu weit entfernt, obwohl. Aber den hier. Ah, müssen wir wieder unsere 25 Heilungen ankratzen, wo ich hier noch angekratzt habe. Dann haben wir dich hoch. Ich würde dann sagen, im nächsten Zug werden wir dann schon tanzen, ne? Der Boden hat keine Effekte, ne? Das ist einfach nur Boden, oder? So, du sollst mich eigentlich nicht treffen, ne? Überhaupt nicht. Oh, sehr gut. Sie wird gedoppelt? Entschuldige, was? Ah, jetzt habe ich die alle getriggert, ne? Pass auf. Ja, sehr süß, glaube ich. So, jetzt bewegen die sich alle hier auf uns so wieder, ist klar. Absolut, Colin bleibt noch da stehen. Ja, gut. Ich meine. Ja, bis auf ihn natürlich, ne? Ja, sie kann schön schlicht da drin bleiben, ne? Wie ist denn der mit dem Donnerschwert in der Lage, sie zu doppeln? Stehe nicht. So. Sie lockt dann hier alle Leute an. Sie wird von ihm getroffen. 43 magischer Schaden. Ich sehe gerade, er hat Voron. Ah. Ist auch voll nervig. So, wir müssen hier reingehen und die alle platt machen.
Ich bin mir ziemlich sicher, sie könnte ihn ja doppeln sogar. Ich muss ja wahrscheinlich tanzen. Er muss dance. Na, warte mal, wenn ich dich ja ankratze, ne? Oder dich. Aber dich müsste ich eigentlich jetzt erledigen können, ne? Mit Dingens. Und da, ja, mach mal den, ja. Dann pass mal auf. So, du müsstest jetzt genug Schaden machen, ne? Ja. Ein mehr Schaden. Sind wir einen drüber oder einen drunter? Aber sehr gut Charaktere dabei, wenn ich mich nicht irre, ne? So, dann machen wir dich, obwohl krieg ich dich auch mit jemand anderem platt. So, Wanda. Ich habe ihn das Super Tomahawk gegeben, ne? Mit dem der voll gut treffen kann. Na, warte. Ich bin mir ziemlich sicher, Timera müsste eigentlich den Magier erledigen kriegen, ne? Warte mal, warte mal. Ja, ne. Ne. Als ob du ihn triffst, ne? Ja, versuchen wir so. Ja. Stark. So, also irgendwie den Magie erledigen. So, Voran 43, Mann. Ich könnte mit sie hier reingehen. Ich könnte ihn erledigen. Weil sie wird nicht so viel Schaden nehmen durch Voran. Zack. Tai Chi. Oh. Oh, ich glaube, das ist nicht Tai Chi. Müsste irgendwie so. Ich habe den Namen vergessen. Der eine Kampfstil, wo du irgendwie relativ wenig, wo du relativ viele Dings hier hast, ja, so kleine, schnellere Schläge. 43, lass mich mal hier rechnen. Weil er kann sie noch treffen, ne? 113, selbst wenn er jetzt... Ich glaube, sie hat dann aber trotzdem immer noch relativ wenig, relativ viel ausweichen. Und da wäre gar nicht so schlimm. So, 43. Sie hat eine Resistenz von 14. Das heißt, sie nimmt 29 Schaden, ne? Ja. Ja. Machen wir den hier. Machen wir den hier. Weil wir müssen die alle kommen. So, und Yunaka und Fram müssen dann eigentlich hier relativ gut als einstecken können. Ne? So, ich glaube, wir kriegen jetzt unser erstes Level up mit Wann. Wir benutzen dieses Ding. Aber mal sehen, wie er jetzt auflevelt, ne? Okay, da war relativ gut. Relativ gute Leistung für dieses alte Gestell. Ja, ich habe sehr viel Schlechteres erwartet. So einen Wert habe ich erwartet. Oh, jetzt kommt Corin. Aber ist okay, wir können Yunaka Holgechild da liegen lassen. Mein Freund hat einige von diesen Spezialfähigkeiten, wo ich sie vielleicht getroffen werden kann, ne? Aber der Rest müsste eigentlich gut sein. Ach, wieder Kuhabschläge. So.
trotzdem nur 20%ige Chance, sie treffen. Mein Gott, sie wäre sogar gestorben dadurch. So. Jetzt die ganze von Korb stehen getroffen. So. Ich muss Folgendes machen, ne? Pass auf. Böser. Dich. Ja. Ich muss ihn erledigen. Geht nicht anders. Ich brauche gar nicht neben meinem Hauptcharakter hier stehen. Der Mann hat folgendermaßen, ne? So, das reicht so. Jetzt haben wir sozusagen die einzige Person erledigt, die Yonaka gefährlich sein könnte. Oh, ja, 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 ja. Einfach vorher steht einfach da und da kommen so 10 Todestopiers auf einen zugeflogen. So. So, wo ist Corin? Hier. Sie ist noch nicht in Reichweite, finde ich gut. Das heißt, hier können wir noch ein bisschen uns austoben. So, gehen wir an unsere ganzen geschwächten Leute ran. War das du? Missile-Balance mit 34. Was ist das? Achso, das habe ich, ne? So, das ist eigentlich. Ja, schon klappen, sie wird da überleben. So eine Silberlanze. Ich bin immer so interessant, wie in jedem neuen Fire Emblem Titel irgendwie ein Lied vorkommt, das irgendwie voller Ohrwurm ist und voll irgendwie bekannt ist. Und dann kommt das nächste aus und dann ist das noch besser. Früher hat irgendwie der Ocean Square Wave, also das Lied, das jetzt gerade im Hintergrund gespielt wird, also der war ja von Fire Emblem Fates die ganze Zeit und das war schon so als relativ guter Song hier. Mein Gott, 46 Schaden, aber null Trefferchance. Da war ja schon so ein Meisterwerk von einem Lied, ne? Dann kam Dings raus, dann kam Fire Emblem Three Houses und jeder singt hier Reach for my hand, I'll soar away. Das ist klasse, wie das immer irgendwie sich entwickelt so. Hm. Ah, ich will am liebsten mit ihm hier dich erledigen. So, Corin kann uns von da erreichen. Die Frage ist, greift sie, ne, sie wird auf jeden Fall mit dem Dings angreifen, ne, mit einem Yato. So, Wanda, wenn ich dich da in Reichweite hinpacke, dann bist du sowas von erledigt, ne? Er macht natürlich wieder alle platt. Ich gehe jetzt hier rein so. Ah, du hast ein Speer, verdammt. Natürlich hast du ein Speer. Ah, natürlich überlebst du das. Na gut, mach mal so. Oh wow, der war gut. 74% ausgewichen. So, einer Koop-Schläge misstroffen. Das ist schon genug. Oh, dann... So. So, dann packen wir... Muss eine Silberlanze, ne? Machen wir so, packen wir dich hier hin. Tausch mal...
das hier um? Ah, ich kann nicht von zwei Leuten, was ist das denn? Betrug. Machen wir halt so. Oh mein Gott, das ist ja gar nicht so stark hier. Oder? So, der Tomorrow Quest war noch besser. Na gut. Hat sich selber geil. So, und dann machen wir Protection mal. So, Coin hat schon wieder Wasser hier bei ihm gepackt. So, oh Gott. Okay, wie mache ich das jetzt hier? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, die kommen jetzt alle so ein bisschen nach. Einige von denen trennen sich so ein bisschen ab. Die sind alle genau bei Corin. Kann ich überhaupt jetzt hier raus wieder? Ich muss mal gucken. Und zwar, ich glaube, bestimmt jemanden hier angelockt, ne? Wenn ich, also blöd, wenn man jetzt selber nicht Corin hat, ne, sie nicht hier fesseln kann. Ich habe noch einfrieren, ne? Wer hat einfrieren? Aber gab, du hast einfrieren, ne? Na, 72%, da ist nicht so wenig. Was kann sie denn machen? Reißendes Gebrüll. Ob ein Angriff über drei Pferde in eine Reihe. Die Reihe werden dadurch in Gelände und Wasser verwandelt. Reichweite plus 1. Ja, sie ist sogar Drache, sehe ich gerade. Wie funktioniert denn da? Wie viel Schaden macht sie dadurch? Wenn ich dann. Ich könnte nämlich versuchen, hier Yunaka da drin zu lassen, ne? Sind jetzt natürlich wieder alle da, ne? Ich überlege gerade, wer hier überleben könnte, ne? Aber ich glaube, wir müssen halt eher so machen. Ja, ich weiß, wie ich das mache. Perfekt. Nicht perfekt, weil er nicht tötet. Immer wieder schön. Krit bitte. Oh mein Gott. Ich will einfach nur sehen, wie viel Schaden das macht. Und ich weiß auch, was ich mich hier einstellen kann. Den ganzen gemischten Charakteren hier, ne? So, oh, gut platziert. Ich will einfach mal sehen, was jetzt hier passiert. Ich euch sie einpacken können. So, wird er das überleben? Ich weiß es nicht. Ich packe immer hier in mit Abwehrhaltung. Gucken wir mal. Vielleicht gehen sie ja eher auf Yunaka los, weil sie da mehr Schaden machen. Ich weiß es nicht.
mal passiert. Ich nehme an, hier werden Leute sterben. Ah, gucken wir mal. Vielleicht werden die hiervon abgelenkt. Ja, guck mal. Ein paar schöne Doppelgänger, ne? Ah, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie genau mit das, mit dem ich wusste, was sie ankommt. Ja, sind so vorausschaubar, ne? Alter. Und wir können uns jetzt alle nicht bewegen, ne? Wieso kommst du auf wieso kommst du auf einmal da durch? Boah. Er ist einfach da durchgelaufen. Wow. So, dann haben wir nur noch eine andere Möglichkeit hier, ne? Wir gehen hier rein, machen einfach alles und jeden fertig. Aber erst einmal muss ich dafür sorgen, dass Corin hier festgenagelt ist. Warte, war das ihre? Ja, ausweichen, verdammt. So. So, wir machen nicht mal platt, ne? So, dann gibt mir mal kurz einen Einfrischstab, weil ich nehme an, sie dann sehr viel besser damit umgehen, besser treffen. Entschuldige, was? Warum hat sie weniger? Oh, warte mal. War ich gesagt nicht so gut. Jetzt habe ich keinen Tanz mehr. Verdammt. Jetzt habe ich keinen Getanze mehr. Double Demon Fang. Oh. Wer reicht mich denn da unten noch? Was sind diese Trefferchancen mit ihr? Mit ihm? Mein Gott. Tut da gar nichts. So. Ah, verdammt. Aber sie wird, er wird ja wohl ein, sie wird ja wohl einen Schlag aushalten, ne? Ich glaube nicht, dass das wird. Nee, das wird hier nichts, glaube ich nicht. Habe ich dir geholfen. Ah, wie viel Schaden wird er jetzt hier machen gleich? So, was war sein uns noch mal? Konnte glaube ich alle heilen, ne? Ja. Ich habe leider nicht so viel bringen.
Was kann denn er machen? Warte mal, was hat er überhaupt? Er hat nur ein Purgativ. Sagt er doch. Vierschilliger. Er hat nur ein Purgativ, Mann. Gott sei Dank, Mann. Das heißt, ich muss nur noch von ihnen einen Schlag aushalten. Ne? Oh Gott. So, er wird ja wohl überleben, ne? Das heißt, ich hätte eigentlich den einen auch nicht erledigen müssen, den einen Priester. So, was kannst du denn gegen mich machen? So, du bringst mich noch nicht mal um. Ich weiß, wenn ich es richtig anstelle, gehst du vielleicht auf mich los. Ja, warte mal, kann ich nicht machen. Ich muss heilen. Was war hier? Komm. So, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Gott. Bitte macht nicht so viel Schaden. Das ist Temera, die mit Dings hier hochgepowert wurde. 4 Schaden. Alter. Ja, genau, so muss das sein. Okay, wow, das hat voll gemacht, auf jeden Fall. Verdammt. So, ich weiß nicht, ob ich sie noch mal einfrieren muss. Sie kann definitiv einen Schlag aushalten. Ne? Warum müssen du jetzt auch noch festgenagelt? So. Kann mich sowieso nicht bewegen, von daher. Aber kannst gar nicht kontern. Macht auch gar nicht so viel Schaden, ne? Du willst ja nicht noch mal Dings jetzt einsetzen direkt, ne? 20 Schaden, oh, kein Ding. Da ist wir machen den ja. Sind vielleicht noch mal einfrieren. So, kannst du mal hier... Oh, warte mal. Warte. Wakizashi, das macht nichts an Schaden. Muss er da eigentlich auch überleben, ne? Wenn ich den hier mache, ne? Ne, hau überall Feuer. Na gut, dann riskieren wir es wieder hier mit anscheinend, ne? Ich glaube, schaffe ich das ja schon gleich. Bewegen, von daher
So, blöd ist. Sie steht da, kann sich bewegen. Ich merke halt, ich kann da nichts gegen machen, außer ich ihn mache. Muss ich aus dem Weg räumen, damit ich da jemanden hinpacken kann. Ich will eine sehr, ist ja gleich sehr dämlich, aber vielleicht funktioniert das. Du hast ihn nicht umgebracht. Gibst du jetzt nicht mal? Oh. Boah, ist auch niemanden. So, ich mach mal folgendes, ne? Ah, jetzt kann er. Stimmt. Oh, guck mal hier, habe ich ganz vergessen. So, aber ich brauche bei denen hier großes Opfer. Ja, ich weiß, er ist jetzt in Reichweite von ihr, aber ein Moment noch, ne? Oh, ich mein Level ab. So. Muss mal ihr machen, ne? Und ich rüste mal mit ihr Dings aus. Dann mache ich den ja. Und ich hoffe, Coin wird jetzt hier eigentlich niemanden erledigen können, ne? Ich glaube, ich habe noch. Ich hoffe, ich habe noch genug Leute mit dem Plan, den ich jetzt hier vorhab. So, jetzt pass auf, ne? Blockiert. Aber ich glaube, das funktioniert trotzdem nicht. Wie schnell bist du? Du bist gar nicht so schnell. Ach, da wäre ein bisschen gefährlich hier. Aber anders geht das hier nicht. So. So, wenn ich Glück habe, schaffen wir halt jetzt alle, ne? Aber wir haben sie jetzt hier eingesperrt. Es kann jetzt leider auf so viele Leute losgehen, ne? Aber ja, auf wen kann sie denn alles losgehen jetzt, ne? Sie kann auf ihn losgehen. Ich weiß nicht, ob sie eher auf die Doppelgänger losgeht, weil sie gegen die Schaden macht. Sie könnte auf Yunaka losgehen, hat er auch. Keine Ahnung. Also gefühlt wird ja so oder so übel ausgehen. Nein. Ich hab sie aber geschwächt jetzt mit dem Messer. Ne. So. Warum greifst du nicht? Ach, weil ich dich Dings entwaffnet habe, ne? Voll traurige Musik, ne? Ich hoffe, das funktioniert so. Er sagt mir, wir überleben das. Alter, warum mache ich denn mit niemandem hier Schaden?
So. Machen. Und Sado wird ja wohl mit dem paar AP noch überleben, ne? Okay, hoffentlich funktioniert das so. Also setzt sich wieder einen blöden Drachenschrei angefallen. Was ich nicht hoffe. So, das ist irgendwie. Nein, das ist nicht passabel, Wanda. Das ist überhaupt nicht passabel. So, sie gehen auf den Klon los. Wie blöd die ist. Meine Strategie funktioniert. Ach ja, anliegende Charaktere werden ja auch geschwächt. So. Verstehe nicht, warum sie nicht kontert. Ach, jetzt hat sie halt Yato ausgerüstet, genau. So. Was ich nicht, da ich mit den Klonen ja sie abgeblockt hat. So, und der Rest finde ich ist jetzt nicht so schwierig, ne? Hm. Selbst hat Yato macht nicht so viel Schaden. Unterricht mit Glück, ich weiß nicht. Jetzt sehen wir mal Leute hin, die oh, die ganz sicher hier überleben. So, kann ich treffen? Jetzt sieht euch kommen die Angriffe keinen Schaden oder was ist hier los? Ein Schaden von gegen ah. Sagt das doch mal. So, der macht natürlich wieder mit dem Drap hier. Er macht sie vollkommen fertig, sehe ich gerade. Aber ich würde natürlich erstmal versuchen, jemand anderen hier. Du kannst sie zum Beispiel erledigen. 100%, perfekt. Wow. Colin ist irgendwie nicht stark. Sind da keine Gegner mehr, ne? Ja, alles erledigt. So, sag mal, du nicht Dings. Cool. Warte mal, Wanda, geh da rein. Zieh da eine über. Ja, leider nichts. Kannst du sie fast töten? Naja, du kannst sie komplett töten. Hm. Also genau was passiert, ne? So, am besten wäre, wenn Wanda den Kill kriegt, ne? Oder er. So, gehen wir mal. Lassen wir mal flammender Löwe ein, ne? Wird sowieso keinen Unterschied mehr machen, glaube ich. Ah. Ha, ha, ha. So. Na, jetzt komme ich da nicht mehr vorbei. So, einer. Ist das genug für Wanda? Oh, sie macht ihn völlig wegen ihrer Fähigkeit. Okay, ich wollte eigentlich Wanda den Kill geben. Danke, Timera. Okay, cool. Die Eiskalt abgestaubt, das gibt's nicht.
Okay. Ja, cool, warum nicht, ne? Kein Kill für Wanda. Klingt vertraut irgendwie, jedermann. Nehmen jeder Lord wird sich jetzt so zu meinem Hauptcharakter umdrehen und sagen, ja, wir auch. Er hat seinen Vater verloren, vom schwarzen Ritter. Lucina hat ihren Vater verloren, in ihrer Zukunft, ihre Eltern. Roy hat seinen Vater im Spiel verloren, glaube ich. Ja. Einfach recht chillig, ne? Ich weiß nicht, ob ich heute schon weiter zocken will. Weil dieses Kapitel kann natürlich kurz sein, aber das nächste kann schon wieder irgendwie 4-5 Stunden dauern. Deswegen will ich jetzt nicht weiter spielen. Stattdessen werde ich das in 2 Parts einteilen. War schon irgendwie so da verlockt, das hier nur zu einem Part zu fahren, aber ich muss ja jetzt noch ins Somniel. Von daher, so, sie kann jetzt haben wir sie übrigens auch. Jetzt können wir sie über Level 10 auch leveln, was ich gut finde, weil jetzt können wir sie wieder. Weil ich hatte schon all meine Schützen und so hier mit ihr hier auf Level 10 gebracht. Und ja, das wären rausgeschmissene Erfahrungspunkte. Und jetzt kann ich sie wieder ausrüsten. Mit meinen Schützen. Jetzt können wir wieder Gegner festnageln. Gott, das war der Horror. Ich konnte sie nicht festnageln. Corinne festnageln. Am Rand vom Schlachtfeld. Ja. Ja, keine Sorge, du kannst noch. Du kommst noch zum Zug irgendwann. Ich bin gut, dass Wanda hier mal zum Zug kam, ne? 2 Level bekommen. Wer ist jetzt auf Macht 68? Ja, da wird schon noch, ne? Da wird schon noch, ne? Es ist nicht so schwierig anscheinend, ne? Meine Charaktere sind jetzt auf Level 7. Finde ich auch nicht schlecht. Ich habe so das Gefühl, wir kriegen hier sogar jeden auf Level 20, wenn wir jetzt nicht noch so 20 Charaktere irgendwie in den Rachen geschoben bekommen. Und selbst wenn, die werden ja schon relativ hoch gelevelt sein, ne? Hat sich gut geschlagen für einen ersten offiziellen Auftritt wieder. So, da ist ein Schaf, das gehört jetzt mir. Ich will aber nicht. Nein, lass mich in Ruhe. So, ich kann allgemein heute nicht mehr weiter aufnehmen, weil ich sowieso ja offscreen hier wieder das ganze Somniel-Zeug machen muss. Also nicht nur jetzt hier in der Aufnahme, wo ich jetzt wieder in die Arena gehe und so. Ich meine jetzt hier gleich. Also kann ich so oder so nicht. Außer ich mache das jetzt ja alles voll im Schnelldurchlauf und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Na gut, teilweise in 2 Parts, jeweils 1 Stunde, das wird schon reichen. Ne? Erstmal ein bisschen kürzer, aber dann ein bisschen weniger Content. Ne? Ich weiß, ihr seid alle traurig, das zu hören, aber so machen. Ne? Habe ja auch nicht geahnt, dass das jetzt hier so kurz ist. Ne? Aber ich hätte damit rechnen können, jetzt wo ich darüber nachdenke, ne? Wenn das Kapitel basiert ja auf einem der früheren Kapitel. Von daher, ja, wie gesagt, das basiert hier irgendwie, ich glaube, auf den 6. Kapitel vom Fire Emblem Fates. Und ja, die früheren Kapitel sind natürlich nicht so riesig. Also dein Name ist Fire Emblem 4. Also ja, mein Gott, ist sie winzig. Vielleicht zu mir. Von daher hätte ich mir eigentlich denken können, dass das hier nicht so ein. Da war mit Lucinas Nebenquest auch so, ne? Ihre Nebenquest basierte ja auch in sehr frühen Level von Fire Emblem Awakening. Da glaube ich sogar auch das 6. oder 7. Kapitel. Also ja, kein Wunder, warum das so kurz war, ne?
Okay, dann grab ihn aus. So, ja, da kann ich ja heute noch ein bisschen Dings zocken, ja. Octopath Traveler 2 spiele ich gerade offiziell. Und ich tue es nicht aufnehmen, ne? Ich habe es auch, ich habe den ersten Teil auf meinem englischen Kanal Let's Played. Kam relativ gut an. Hab relativ gute Views für meine Verhältnisse bekommen, wo ich nur ein Viertel der Abonnenten da habe. Habe jetzt gedacht, ich mache das dann auf meinem englischen Kanal, aber nee, dann lasse ich erstmal aussterben. Keine Ahnung. Ach, dann will ich auch Sachen für mich spielen, ne? Fire Emblem wird jetzt schon so lange dauern noch. So lange wird das jetzt, glaube ich, nicht mehr dauern. Ich würde sogar schon fast sagen, so unter 100 Parts wird das auf jeden Fall noch, ne? Fehlt mir eigentlich noch. Ich habe mir Notizen gemacht, ne? Wir haben jetzt gerade Coins Level abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt noch, obwohl ja, sind eine Menge Nebenquests, die sich geöffnet haben letztes Mal, ne? Wir haben ja Erika, Live, Mikaya und Roy letztens freigeschaltet. Dann noch die Hauptsache, jetzt sind noch mal 5. Also noch mal 5 Parts. Jetzt nehmen wir mal an, für jeden 5 Kapitel meine ich. Jetzt nehmen wir mal an, für jeden davon müssen wir hier wieder 2 Parts haben. Das heißt, wir haben mindestens 10 Parts. Und wir sind in Kapitel 20, ne? Jetzt nehmen wir mal an. Da sieht man gar nicht, wie das jetzt heißt. Das nächste Kapitel heißt, glaube ich, der Thron oder das Schloss ohne König. Was war mal ein richtig cooler Titel ist, ne? Und ja. Ich nehme an, ich weiß, was die Welt gerade. Ich glaube, wenn ich immer so Fragmente am Ende bekomme noch, dann heißt das, ich habe irgendwie einen verpasst. Also ich muss gar nicht mit den Leuten reden. Ich krieg sowieso die Fragmente oder was. Wenn ich einen verpasst habe, anzusprechen, dann kriege ich die am Ende, ne? So. Da kann ich jetzt mal sehen, wie das nächste Kapitel heißt nochmal. Das Schloss ohne König. Das Kapitel 20. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, dieses Spiel hat 25 Kapitel, ne? So, das ist so der Durchschnitt bei Fire Emblem Spiele. Das heißt, das sind noch mal 5 Kapitel. Das heißt, das sind, wenn ich hier wieder in 2 Teile, noch mal 10 Parts. Das heißt, es sind noch 20 Parts. Dann haben wir, glaube ich, noch 3 DLC Quests, glaube ich, ne? Wir haben noch 3 DLC Quests. Jetzt nehmen wir mal an, für alle von dem brauchen wir 3 Parts, ne? Das heißt, wir haben noch mal 9 Parts, also hochgerundet sagen wir noch mal 10, weil das heißt 30 Parts kommen noch so ungefähr, würde ich jetzt raten, ne? Wir sind jetzt bei 9, das müsste ja der 59. oder 60. Part jetzt sein, ne? Das heißt, das könnte knapp unter 100 Parts werden, ja? Was immer noch viel ist, aber wenn ich nur halbstündige Parts gemacht hätte, dann wären das noch mehr. Man schaut sich meine Tales of Projekte an damals, ne? Und ich tue schon ja so genug machen, um mir irgendwie Zeit irgendwie einzusparen, indem ich ja ganze Somniel und so rausschneide, ne? Mein englischen Kanal, als ich vor allem im Free House Let's Played habe, habe ich die ganze Monastery auch noch hier noch gemacht, ne? Und das hat auch voll Zeit gefressen, ne? Also ja, das könnte ja noch viel schlimmer sein, glaub mir. So, okay, diesmal ist es rot. Silberdolch, Silberlanze, Expertenbuch, Adeptenbuch, Lolli Schmackes. Okay, tue ich nächstes Mal mehr reintun. So, wir kriegen Silberwaffen, klasse. Ich weiß nicht, was ich von diesen Dingern ja sagen soll. Du hast irgendwas zu sagen? Was merklich. Ah, Dings. Der schließt sich doch sowas von irgendwann uns an, ne? Pass auf. So. Nichts. Okay, war ja auch ein relativ kurzes Kapitel. Also ja, macht Sinn, dass ich keine Dings bekommen habe.
So, dann gehen wir noch kurz in die Arena, ne? Muss ich sagen. Ich würde sagen, da schicken wir dann Wanda rein. Der definitiv aufs Maul. Da hat sich doch eiskalt gerade mein Aufnahmegerät hier aufgehängt. Habe ich auch noch nie gesehen. Oh, es gab einen Fehler bei der Recording. Ne? Tu mal deine Recording und Streaming Settings überprüfen. Sagt mir halt eiskalt. Dann am Ende des Parts. Ich war wortwörtlich dabei, jetzt hier noch am Ende die Arena zu machen. Ne? Komm schon. Die 2-3 Minuten hätte auch noch warten können, Kollege. So, wenn ich mich irre, dann. Und nett war noch auf Level 4, ne? Ja. Er ist der Einzige, der jetzt noch auf Level 4 rumhockt, ne? Sonst alle über. Auf, ja. Noch etwas geriebener Weichkäse, Sir. Na gut, dann schicken wir den rein. Und irgendwann sind wir dann mit dem Grinden fertig, wenn alles aussieht, ne? So grinden. Irgendwann sind wir fertig, weil traditionell ist das Maximum Level in Fire Emblem Level 20. Was bedeutet, wir sind bald fertig, so allgemein mit Leveln, ne? Mein Hauptcharakter ist zum Beispiel nur 8 Level vom Maximallevel entfernt, wenn es Level 20 ist. So. Cool. Verteidigungshilfe und kein Support. Was ist Verteidigungshilfe? Erzritter habe ich doch noch nie gecheckt, so, ne? Wenn sich die Einheit zwischen einem Verbündeten und einem Gegner verringert, sich ihr erlittener Schaden im Kampf gegen diese eigenen Gegner um 3. Zwischen einem Verbündeten und einem Gegner verringert sich ihr erlittener. Also wenn ich da mit einer, wow, das ist ja viel zu kompliziert. Na gut, was soll's, Wanda oder ein Tomahawk macht dich bereit, aufs Maul zu bekommen. Ah, versuchen wir, ne? Wie soll ich denn hier sonst trainieren, ne? Gott, ein Rittertod? Man muss jetzt sie in einen Rittertod aus. Das ist doch voll unfair. Hat sogar ein Dings gemacht. Okay. Oh, die hatten schon einen. Ich kann nicht mehr auf den Schirm gehabt.用事なら後にしてくれ。今は編み物をしているんだ。この前のお礼を言おうと思ってきたんです。先日は助けていただきありがとうございます。たまたま通りかかっただけだ。他の者でも助けてくれただろう。だとしても、それがバンドレさんだったから、お礼を言っているんです。あの、バンドレさん。 何を作ってるんですか？レースを編んでいるんだ。ここから何を作るかはその時の気分次第だ。すごいです。装飾品にしたら可愛い私がもっと可愛くなりそうです。装飾品か。それもいいかもしれないな。バンドレさん、本当にすごいです。戦いも強いのに。 手先も器用だなんて。ずっとルミアさんを。あ、で、してたって。家事全般得意ですけど、バンドレさんにはかなわないかもしれません。バンドレさんはすごいです。若い頃なんてすごくモテたのではないですか？ そうでもないぞ。新色の仕事にかかりきりだったからな。恋愛などする暇は全くなかったぞ。そうでしたか。ほら、これをやるからどこかへ行くんだ。これ、今まで編んでいたレース。
Und dann im letzten Support stellt sich heraus, nein, ich habe sie in Wirklichkeit für euch gemacht. So läuft das meistens ab. So, kann ich dir irgendeine andere Waffe geben? Ich meine, du hältst zwar nichts aus, aber man kann es aber versuchen, ne? Geschicklichkeit 3. Nee, dann bleiben wir beim Tomahawk. Da lässt sich nicht viel retten. Aber ey, er hat 2 Level bekommen, ne? Und so unglaublich hat er sich, so unglaublich schlecht hat er sich auch nicht angestellt. Der nächste Landskip ist jetzt fertig. Was ist denn da für eine Aktivierungsrate? So, hey, paar Erfahrungspunkte. Und da war es dann schon wieder, ne? Gut. Gibt es halt nicht mehr so viel zu erledigen, ne? Wir haben alle Ringe, wir haben, weiß ich nicht, was man sonst hier noch so machen kann. Supports gibt es, werden auch langsam etwas wie nennt man das? Selten. Ich würde sperrig sagen. Von daher, ja. Nochmals noch unsere Erfolge ab, Punkte vor Erfolge. Und dann für mich wird es halt eine relativ kurze Aufnahmesession dann, ne? So 2 Stunden war das nur. In der Regel rechne ich mit 3 bis 4, wenn es um Fire Emblem geht. Aber gut, kann ich halt mich chillig hier um die Somniel-Klamotten kümmern. Ja, was anderes machen. Ist am Wochenende. Und ja. Dann sage ich dann, es war's für heute. Wir haben es überlebt, obwohl Ember uns hier versucht hat, sein Essen zu vergiften. Jetzt wo ich da nachdenke, ne? Na, wie sieht's hier eigentlich so mal aus, ne? Die ausgegrauten, die habe ich schon, ne? Ne. Schützungslevel B mit 25 Verbündeten. Mit 1 Verbündeten. Ich gehe aber nach 5 mal in den Kampf. Von jedem Charakter Streiter ein Gefecht. Ich glaube, das sollten wir dann irgendwann mal machen, wenn es dafür eine Belohnung gibt. Ne? 75 Diebe, verzerrte feindliche Soldaten, kritische Treffer. Also zu Sachen, die kriegt man irgendwann. Ne? Ja, das wird aber nicht möglich sein hier mit dem Spendenlevel, ne? Ich glaube nicht, ob man die alle ja abholen kann. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? Ich habe gerade ein bisschen Geld bekommen, ne? 5000, cool. Problem ist, das wird nicht lange halten, weil ich kaufe mir in der Regel immer so 1-2 Heilstäbe, um den Fort wieder aufzustocken. Waffen kaufe ich mir gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Ja, ein paar Waffen immer noch hochleveln, keine Ahnung. Mit dem Geld wird das nichts mehr in dem Spiel. So, okay, dann reicht aber auch noch heute, ne? Wir haben ja alles erledigt, ne? Beim nächsten Mal wird hier das alles erledigt sein, ne? Da werde ich wieder mit Leuten hier geangelt, geschwommen und all so was gemacht haben. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir mal das DLC Quest, das hier vom zweiten DLC Pass noch übrig war, ne? Das mit ja, ich werde noch nicht verraten, welcher Charakter das ist, aber ich weiß, welcher Charakter das ist. Und ja, ich hoffe, ich gehe auch noch auf das Richtige, ne? Weil da sind da schon wieder die restlichen alle aufgetaucht. Gut. Ich glaube, da ist auch ein bisschen schwieriger, weil, keine Ahnung, die anderen waren irgendwie, hatten irgendwie Voraussetzungen 15 Züge, so in der Regel, ne? Dauerten die, bis man die erledigt. Und das war der einzige, das irgendwie 25 Züge hatte. Von daher, ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie das abläuft. Ich bedanke mich jedenfalls hier fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Oh, Entschuldigung, da muss ich kurz aufstoßen. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge vom Fire Emblem Engage. Haltet die Ohren steif. Und ich sag tschüss.